Klein ist manchmal und oft besser als groß, digitaler, agiler, beweglicher, innovativer. Die digitale Transformation gelingt, klappt in hierarchiearmen Unternehmen. Und die großen Corporates im Silicon Valley machen das so ein bisschen vor. Sie haben manchmal Start-ups im eigenen Unternehmen und lassen die mehr oder weniger gewähren mit neuen Innovationen. Ein ganz spannendes Feld. Gibt es also den einen Weg, die digitale Transformation im Unternehmen durchzuführen und durchzubekommen? Wo stehen wir in Deutschland, in Europa? Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch auch darüber, wie die Start-up-Szene möglicherweise gebeutelt ist durch Corona, auch was Finanzierungen angeht, wie es weitergeht. Kriegt die Digitalisierung wirklich einen besonderen Wind durch die Epidemie oder wird sie eher gehemmt? Der Kollege Jens Tönnesmann jetzt im Gespräch mit Dr. Robert Meyer, CEO der DATEV EG und Christian Miele, Präsident beim Bundesverband Deutscher Startups. Bitte, Jens. Ja, vielen Dank nach Frankfurt, Andreas, und herzlich willkommen zurück zu dem Wirtschaftsforum. Schön, dass Sie sich eingeschaltet haben. Wir reden über die digitale Transformation. Digital etabliert trifft Startup. Was bedeutet das? Wie funktioniert die wirtschaftliche Transformation? Wenn man sich vor der Corona-Pandemie mit Digitalisierung beschäftigt hat, dann ist immer wieder in allen möglichen Schlagzeilen ein Wort aufgetaucht, nämlich verschlafen und hinten dranhängen und verpennen. Also diese Wörter waren damit oft verbunden. Unternehmen verschlafen die Digitalisierung, Schulen, Behörden, sogar Kirchen. Das galt vor der Pandemie. Ich habe mal nachgeschaut, 17.000 Euro haben kleine und mittelständische Unternehmen im Schnitt pro Jahr für Digitalprojekte ausgegeben. Deutlich weniger, als sie für Gebäude und Einrichtungen ausgegeben haben. Aber dann kam die Pandemie und hatte den Nebeneffekt, dass plötzlich sehr viele Unternehmen angefangen haben zu digitalisieren. Und die Schlagzeilen haben das, spiegeln das auch wieder. Die Krise treibt jetzt die Digitalisierung. Der Mittelstand holt bei Digitalisierung auf. Die Eltern drängen die Schulen zur Digitalisierung. Und wir erleben einen Crashkurs Digitalisierung. Also auf einmal ändert sich da was. Und 95% der Mittelständler, hat jetzt gerade eine Umfrage ergeben, sehen in der Digitalisierung jetzt eine Chance, deutlich mehr, als das vor der Pandemie der Fall war. Und 50% sagen, die Krise beschleunigt sogar den Wandel meines Geschäftsmodells. Und auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verändern ja Ihr Verhalten. Sie kaufen mehr online ein, Sie zahlen mehr Bargeld los, Sie arbeiten mehr von zu Hause und heute folgen Sie auch unserer Konferenz, womöglich von zu Hause oder aus Ihrem Büro, womit wir bei Ihnen wären. Und direkt die Bitte am Anfang, wir haben hier ein Tool geschaltet, Slido. Schauen Sie nicht nur zu, sondern stellen Sie uns auch Ihre Fragen. Wir nehmen die dann je nach Thema hiermit in die Diskussion auf. Wir haben zwei Gäste eingeladen, die uns auch zugeschaltet sind, nicht physisch hier sind, sondern aus Berlin und aus mit dabei sind. Und es sind, glaube ich, zwei Gäste, die zu diesem Thema digitale Transformation ganz viel sagen können. Der erste, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte, hat schon gleich zu Beginn seiner Karriere eine wirkliche Megatransformation erlebt. Er war nämlich bei der Berliner Treuhand und hat mitbekommen, was es bedeutet, wenn über Nacht Firmen privatisiert werden oder womöglich verschwinden, weil es eben nicht gelingt. Er hat dann an der LMU in München promoviert, war 8 Jahre bei der Wirtschaftsprüfung Deloitte, dann 8 Jahre bei einer Münchner Wirtschaftsprüfung Solidaris und ist dann 2011 zur DATEV gewechselt, einer Genossenschaft für Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, 8000 Mitarbeiter, 400.000 Kunden, 200 IT-Produkte, 1966 gegründet, lustigerweise genau im Geburtsjahr unseres Gastes, der dann mit 50 Chef der DATEV wurde und sie zu einem Umsatzeinhorn gemacht hat. Also die DATEV hat unter seiner Ägide zum ersten Mal über 1 Milliarde Euro Umsatz erzielt. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen über ihn und habe den Eindruck gewonnen, dass er ein sehr willensstarker Mensch ist. Eine Anekdote ist mir da besonders im Kopf, weil seine Kinder so viele Pferdebücher zu Hause hatten, hat er entschieden, in ganz kurzer Zeit reiten zu lernen und hat sich von einem Pferdeallergiker zu einem begeisterten Reiter transformiert. Also auch das eine Art der Transformation. Und er hat mal gesagt, beziehungsweise jetzt an der Stelle erstmal Hallo, Dr. Robert Meyer ins Allgäu. Hallo, Herr Tönnesmann, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Sie haben mal gesagt, dass vieles, was bei DATEV passiert, unter der Motorhaube passiert und von außen nur indirekt erkennbar ist. Ich habe mal ein Portal, wo Mitarbeiter ihr Unternehmen bewerten können. Da sagen sehr viele Mitarbeiter, wir müssen an unserer Außendarstellung arbeiten, wir müssen die Brust raus, die Firma wird von außen zu Unrecht als langweilig betrachtet. Sagen Sie doch mal, woher kommt dieser Eindruck? Und was passiert da wirklich Faszinierendes unter der Motorhaube?
Ja, Herr Tönnesmann, auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Grüß Gott. Ja, es trifft zu, ich bin im Augenblick virtuell zugeschaltet aus dem Urlaub. Das ist etwas wahrscheinlich, was wir uns vor dieser Corona-Pandemie noch gar nicht so hätten vorstellen können. Da wäre wahrscheinlich meine Lokalisation anders gewesen. Aber zu Ihrer Frage, die Dativ, was hier unter der Motorhaube passiert, ist hochspannend, ja, und natürlich versucht man als CEO auch darauf aufmerksam zu machen. Woher kommt der Eindruck? Der Eindruck mag vielleicht daraus resultieren, dass die Dativ 1966 gegründet, ich kann es mir gut merken, ist auch mein Geburtsdatum, also insofern komme ich da auch nicht ins Schwimmen, mit Themen sich befasst hat, die auf den ersten Blick vielleicht für denjenigen, der sich mit Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung nicht unmittelbar auseinandersetzt, jetzt nicht super spannend sind. Das ist teilweise auch etwas, wenn man sich an die eigene Steuererklärung erinnert, was nicht unbedingt zu den bevorzugten Aufgaben gehört. Also das ist etwas, was man schiebt. Aber das war halt irgendwo die Keimzelle, die Kernidee einer Dativ, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und im Lauf der letzten Jahrzehnte hat sich die Dativ immer wieder selbst erfunden, neu erfunden. Wir waren damals, und viele unserer Wettbewerber haben uns auch als solche bezeichnet, Pionier im Cloud Computing. Wir haben das erste Rechenzentrum für Steuerberater ins Leben gerufen und haben das über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Was passiert unter der Motorhaube im Augenblick? Auch eine Dativ muss sich natürlich mit dem Thema digitale Transformation auseinandersetzen. Wir haben zum Beispiel einen sehr starken Paradigmenwechsel hinter uns, das Thema Partnering. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Einstieg, wahrscheinlich dann ins Panel heute. Wir arbeiten im Augenblick sehr, sehr intensiv auch mit jungen Unternehmen, mit Startups zusammen, versuchen die auch in unser Ökosystem einzubinden. Themen wie künstliche Intelligenz sind natürlich auch Themen, mit denen wir uns als Dativ auseinandersetzen müssen. Einfach vor dem Hintergrund Automatisierung und auch Effizienzgewinnung in den Prozessen für unsere Mitglieder, also sprich die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, Sie haben es ja genannt, und natürlich auch deren Mandanten, einfach die kaufmännischen Prozesse zu optimieren. Das ist aus meiner Sicht hochspannend und das gilt es natürlich auch nach außen zu transformieren. Ich sage mal, im Recruiting-Prozess wird das sichtbar und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren schon einiges auf den Weg gebracht. Startups ist ein wunderbares Stichwort, weil es zu unserem zweiten Gast führt, der ein Experte für die Startup-Welt ist. Und das, obwohl seine familiären Wurzeln eigentlich eher in den Mittelstand zurückreichen. Sein Urgroßvater hat nämlich Miele gegründet. Sein Onkel leitet den Haushaltsgerätehersteller heute. Aber er ist einen anderen Weg gegangen. Und zwar einen ganz interessanten Weg. Wenn man sich sein Profil im Internet anguckt, bei LinkedIn, dann muss man ganz oft klicken und alles Mögliche aufklappen, weil er schon so viele Funktionen und Stationen hinter sich hat. Und das, obwohl er eigentlich erst Anfang 30 ist. Deswegen nenne ich auch nur so ein paar. Also er hat schon für ganz viele Digital-Startups gearbeitet, hat sie gegründet oder finanziert. Rocket Internet, da war er. Er hat bei Westwing mitgearbeitet, diesem Möbelhändler. Creditech, Today Ticket, Scalable Capital, also auch Fintechs dabei, die sich damit beschäftigen, wie man Geld im Internetzeitalter anlegt. Und er ist seit 2015 Partner beim Investor eVentures. Ein Unternehmen, das in junge Unternehmen weltweit investiert, mehr als 120 in 30 Ländern. Vor allem ist er aber seit 2019 auch der Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, der sich in Berlin oder von Berlin aus für die Interessen der deutschen Startups einsetzt, der deutschen jungen Unternehmen. Und das ist anscheinend auch bitter nötig, denn wenn man junge Unternehmen in Deutschland fragt, wie sie die Politik bewerten, dann bekommt die immer sehr, sehr schlechte Noten und das seit Jahren. Seine Weggefährten beschreiben ihn als ultimativen Connector, der hart arbeitet und sich auch nicht beschwert, wenn er im Büro mal auf einer Luftmatratze schreiben muss. Diese Erzählung stammt wohl aus den Westwing-Zeiten, wenn ich das richtig gesehen habe. Herzlich willkommen, Christian Miele. Hallo Jens, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Hallo Christian, du hast diese Rolle beim Startup-Verband in einer Zeit übernommen, die nicht einfach war für den Verband. Ich habe mich für unser Magazin Zeit für Unternehmen mal lange mit deinem Vorgänger unterhalten, Florian Nöll, der mir erzählt hat, wie schwer es auch ist, in der Politik dicke Bretter zu bohren, wie sehr man versucht, bestimmte Ziele durchzusetzen und dann doch immer wieder zwei Schritte vor und einen Schritt zurückgehen muss. Du bist Investor, du bist Vater, du bist Unternehmer. Warum tust du dir auch noch diese Funktion des Vereinschefs, diese Lobbyistenrolle, warum tust du dir das eigentlich an? Ich glaube, dass mich schon seit ganz langer Zeit die Frage beschäftigt hat, was denn eigentlich auch meine Verantwortung ist, wenn ich in der Startup-Szene mitgestalten möchte. Und ich bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht immer nur meckern darf, wenn mir etwas nicht gefällt, was in der Politik passiert, sondern dass ich dann auch wirklich mich einbringen muss. Und
Da ist der Startup-Verband ein sehr gutes Instrument. Als Sprachrohr für die Gründerszene können wir die Politik da erreichen. Und am Ende habe ich dann nach ganz vielen Gesprächen mit meiner Familie und aber auch mit meinen Partnern bei eVentures entschieden, dass es das wert ist und dass wir für die Startup-Szene aufstehen müssen und kämpfen müssen. Und deswegen habe ich dann im letzten Jahr im Ehrenamt dieses Amt übernommen. Bevor wir so ein bisschen in DATEV hineinzoomen und auch in die Startup-Welt hineinzoomen, würde ich gerne mal ein bisschen aus der Luft sozusagen auf das große Ganze blicken und schauen, wie sich diese Corona-Pandemie auf die Digitalisierung auswirkt oder wie wir überhaupt dastehen, wenn es um diese Frage der Transformation geht. Herr Meyer, ein Credo von Ihnen lautet, das habe ich mehrmals gefunden, die digitale Transformation ist keine Frage des Könnens, sondern des Wollens. Wenn man sieht, dass viele Unternehmen offensichtlich die Digitalisierung bisher vernachlässigt haben, haben diese Unternehmen, haben wir es in Deutschland bisher einfach zu wenig gewollt? Ja, ich glaube, das Zitat ist vollkommen korrekt. Das stammt tatsächlich von mir. Es ist wirklich eine Frage des Wollens. Und ich glaube, bei vielen Unternehmen ist es einfach so, dass es denen vielleicht noch zu gut geht und vielleicht der Veränderungsdruck noch nicht entsprechend ausgeprägt ist. Und ich glaube, das, was wir im Augenblick miterleben mit der Corona-Pandemie, ich glaube, das kann man als Impuls, besser noch als Katalysator für das Thema Digitalisierung, digitale Transformation sehen, weil bestimmte etablierte analoge Prozesse funktionieren nicht mehr oder waren insbesondere in den Zeiten des Shutdowns. Wir sind ja mittlerweile im, ich glaube, es heißt zwar Shutdown Light, um politisch korrekt das hier zu zitieren. Wir sind jetzt im zweiten Shutdown. Und da geht es gar nicht mehr anders, als sich mal wirklich mit diesen digitalen Themen auseinanderzusetzen. Und man muss ja nicht gleich den ganz großen Wurf wagen. Man kann ja mal mit den ersten Schritten anfangen und sich an dieses Thema herantasten. Vielleicht aus unserem unmittelbaren Umfeld ein Beispiel. Wir haben in dieser Shutdown-Phase teilweise pro Woche über 10.000 virtuelle Arbeitsplätze geschaffen für unsere Mitglieder, weil von heute auf morgen einfach hier Not am Mann war, um mit den Mandanten weiter dann halt virtuell zusammenarbeiten zu können, weil sonst die ganzen Prozesse nicht mehr funktioniert haben. Also ich glaube, es ist sicherlich eine Frage des Wollens und wie gesagt, der Veränderungsdruck, der kam unmittelbar über Nacht, damit hat keiner gerechnet und der hat einfach dazu beigetragen, dass wir vielleicht jetzt auch in eine Situation kommen, wo wir hoffentlich nicht mehr auf den Status quo von vor der Pandemie zurückfallen. Also ich kann das vielleicht als ein ganz wenig Positives dieser Pandemie abgewinnen, dass wir dort jetzt wirklich mal eine Schwungmasse aufgenommen haben. Und ich glaube, das trägt auch weiter nach der Pandemie. Christian, du sprichst für Startups, vor allem für digitale Startups, die sozusagen von Anfang an digital sein wollen. Trotzdem wird immer wieder beklagt, dass es in Deutschland eigentlich nur sehr wenige Startups wirklich schaffen, damit groß zu werden. Wenn die das nun wollen, meine Frage an dich, können wir das auch? Können diese Startups das auch? Also zunächst einmal glaube ich, man muss unterscheiden zwischen können, wollen und machen. Ich habe in der Startup-Szene gelernt, dass eine gute Idee am Ende nicht der Wertbringer ist, sondern die gute Execution. Also wir müssen dann tatsächlich auch in die Umsetzung kommen und anfangen, die Dinge anzupacken, die wir wollen. Also ein eiserner Wille, da bin ich bei Herrn Meyer, ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um lange dabei zu bleiben und weiterzumachen. Aber das Machen ersetzt am Ende auch das Denken nicht. Zu deiner Frage. Also ich glaube, wir sind ja in einer sehr, sehr spannenden Zeit für die Startup-Szene. Also wenn wir mal so diese Zäsur der Corona-Pandemie uns ansehen, dann stellen wir ja schon fest, dass wir in der Szene vorher immer die Mentalität und die Rahmenbedingungen beklagt haben in der deutschen Politik. Und auf einmal springen uns die deutschen Politiker an die Seite und sagen, es ist wichtig, dass wir die Digitalisierung gemeinsam treiben. Also insofern ist der Zeitpunkt, wo wir jetzt miteinander sprechen, ein sehr interessanter. Weil wenn dieses Panel vor März stattgefunden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eine andere Meinung zu dem Thema, das wir hier besprechen wollen. Also insofern freue ich mich auch auf die Diskussion.
Und du hast zu deinem Amtsantritt hast du gesagt, wir müssen eine digital führende Nation werden. Das Klein-Klein bei der Digitalisierung bringt uns da nicht weiter. Ist denn dein Eindruck, dass jetzt in dieser Krise tatsächlich Großes unternommen wird? Oder ist das eigentlich nur eine Fortsetzung des Klein-Klein oder eine Vervielfachung des Klein-Klein, weil die Unternehmen einfach sagen, gut, ihr arbeitet halt jetzt von zu Hause, installiert euch bitte mal ein Video-Chat-Tool auf eurem Computer oder passieren da wirklich fundamentale Veränderungen? Wie erlebst du das? Also ich erlebe das so, ich glaube, wir sind im Moment in der Phase des Wollens, um es mit den Worten von Herrn Meyer zu sagen, jetzt müssen wir auch in die Phase des Machens kommen. Also der politische Wille ist da. Es ist aber dennoch so, dass viele Ressourcen über das Klein-Klein verschwendet werden in meinen Augen. Wir müssen, wenn, also ich glaube, wir müssen das sehen wie im Sport. Wenn wir in Europa und in Deutschland auf ein Spielfeld gehen, dann müssen wir den Anspruch haben, dass wir auch gewinnen. Niemand geht einfach auf den Sportplatz und sagt, wir wollen unentschieden spielen. Und ich glaube, wenn wir uns heute in der Globalisierung und Digitalisierung das Spielfeld ansehen, dann ist es einfach wichtig, dass wir jetzt aus diesem politischen Willen tatsächlich auch ableiten, wie wir echte Reformen auf den Weg bringen, die uns stärken können und dabei helfen können, globale Gewinne aufzubauen. Ich würde gerne mal so ein bisschen nachhaken und fragen, was sind denn sozusagen Beispiele oder beispielhafte Entwicklungen oder Unternehmen, die ihr da seht, wo man sagen kann, okay, so sollte es laufen, so läuft es idealerweise, davon können wir auch lernen. Wir haben ja mittlerweile in Deutschland ein paar große Beispiele, die auch die meisten Konsumenten gut kennen. Dazu zählt sicherlich ein Zalando, dazu zählt vielleicht auch ein Flixbus, die man auf der Autobahn mal auf der anderen Spur oder auf der gleichen Spur langfahren sieht. Also insofern, es gibt ja zahlreiche Beispiele. Ich glaube, mittlerweile haben wir 15 Unicorns, also Unternehmen mit einer Unternehmensbewertung von über 1 Milliarde Euro in Deutschland. Also es geht ja. Die Wege dahin sind immer sehr unterschiedlich. Was wir immer wieder feststellen, wenn wir über Gemeinsamkeiten sprechen, ist, dass wir Deutschen von der Mentalität her noch nicht in diesem Risikobewusstsein angekommen sind und Risiko ungern annehmen. Und zum Zweiten können wir uns über Rahmenbedingungen streiten. Wir haben im Startup-Verband gesagt, wir möchten uns da insbesondere um die Themen Kapital und Köpfe bemühen. Es ist wichtig, dass wir sowohl den Finanzierungskreislauf in Deutschland und Europa stärken, sodass wir in der Lage sind, von einer ganz frühen Finanzierungsphase bis auch zu einer ganz späten Finanzierungsphase oder einem Exit ein Unternehmen mit begleiten können. Und ich glaube, das ist insbesondere jetzt auch im Rahmen der US-Wahl eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir müssen auch als Standort für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt als attraktiv gelten, weil wir ein freies und ein demokratisches Land sind und Menschen, die leistungsbereit und talentiert sind, sollen hierher kommen und sich auch willkommen fühlen, hier ihre Ideen zu verwirklichen. Wenn man sich mal anschaut, dass wir von diesen 15 Unicorns, die ich eben angesprochen habe, eine mindestens Handvoll schon von Gründerinnen oder Gründern haben, die Migrationshintergrund haben, finde ich das insbesondere sehr spannend, dass wir da eine große Zukunft vor uns haben. Herr Meyer, wenn Sie an die DATEV denken, die gibt es ja seit 50 Jahren, Sie kümmern sich um Digitalisierung seit Anbeginn an. Wenn es jetzt um Transformation geht, gelingt das so einem großen Unternehmen wie Ihrem mit 8000 Mitarbeitern eigentlich so, wie man sich das vielleicht vorstellt? Oder sind Sie da auf so einem Pfad auch irgendwie unterwegs, der es angesichts der vielen Strukturen, die Sie schon haben, der Mitarbeiter, die Sie alle schon haben, ganz schön schwer macht, da auch mal out of the box zu denken und neue Sachen auszuprobieren? Also ist das auch ein Hindernis, das Erbe, das man da mit sich rumschleppt? Also natürlich, ich bin bei Ihnen, die DATEV ist über die Jahrzehnte natürlich gewachsen. Das führt natürlich auch auf Neudeutsch dazu, dass sich da auch eine Legacy rausbildet. Es gibt Strukturen, die sich in so einem Unternehmen natürlich über die Jahre auch festfahren und natürlich auch etablieren. Natürlich auch eine bestimmte Unternehmenskultur, die daraus resultiert. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig und da würde ich einfach auch Herrn Miele gerne zitieren. So schnell kann es passieren, dass man zitiert wird. Ich glaube, allein sich darauf rauszureden, dass ein Unternehmen schon Jahrzehnte gewachsen ist und eine gewisse Größe hat, ich glaube, das wäre zu einfach. Ich glaube, man muss an der Stelle einfach wollen, die Veränderung wollen. Was wir gemacht haben, wir haben vor ein paar Jahren ein Projekt auf den Weg gebracht, um eben genau das, was auch ein großes Unternehmen teilweise behäbig und schwerfällig macht, dort auch ein bisschen entgegenzuarbeiten. Wir haben unser Unternehmen transformiert, um einfach mal in dieser Begrifflichkeit zu bleiben. Bildlich gesprochen sage ich immer, wir haben das Unternehmen einfach mal um 90 Grad gekippt. Da wird man jetzt wahrscheinlich nicht viel anfangen können mit dem Bild, das er vielleicht einfach mit noch ein paar Worten hinterfüttert. Wir haben gesagt, wir müssen stärker an den Wertschöpfungsketten entlang denken, an der Wertschöpfung auch unserer Produkte entlang denken, und zwar eine klassische End-to-End-Verantwortung.
So ein Unternehmen wie die DATEV hat sich natürlich ganz klar eine Linienorganisation aufgebaut. Man hat innerhalb der Silos exzellente Arbeit geleistet. Aber wenn es dann darum ging, über die Silo-Grenzen hinweg zu arbeiten, da gab es halt dann die Ineffizienzen. Und die haben wir aufgebrochen, indem wir einfach um 90 Grad gekippt haben und gesagt haben, wir versuchen deutlich stärker am Markt, am Kunden orientiert zu arbeiten, auch den Mitarbeitern mehr Endverantwortung in die Hand zu geben. Also auch Verantwortung von der Hierarchie nach unten dorthin zu delegieren, wo auch wirklich dann die Entscheidungen getroffen werden sollen. Das Ganze wird natürlich auch flankiert mit dem Kulturwandel der DATEV. Ich greife einfach mal mein Lieblingsbeispiel raus, weil ich reklamiere es jetzt einfach mal als mein, in Anführungsstrichen, mein Baby. Wir haben natürlich auch ein Lab gegründet, aber das ist natürlich schnell auch ein Lippenbekenntnis, wenn man nicht wirklich auch dieses Thema treibt und auch dem Lab die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen. Und dort arbeiten wir. Und auch dort wieder den Bezug zu Herrn Miele und zu seinem Umfeld sehr, sehr eng mit Startups zusammen. Man muss auch an der Stelle einfach sich öffnen und bereit sein, hier auch andere Denkmuster zuzulassen und in ein großes Unternehmen zu integrieren. Und dann sind wir auch schon wieder bei dem Thema Arbeitgeberattraktivität. Über das Lab kommen natürlich auch viele Impulse von außen, von Startups, von Universitäten, von Menschen, jungen Menschen aus dem Haus, die wir dort auch nur kurz einsetzen, dass sie, ich sag mal, diesen Funken, der dort entsteht, auch wieder mit ins Unternehmen geben, um einfach auch innerhalb dieses Unternehmens zu zeigen, dass es eben wirklich, und ich greife nochmal das Thema auf, es ist in der Regel weniger ein Erkenntnisproblem, das große Unternehmen haben. Es ist ein Umsetzungsproblem und da muss man einfach ran, da muss man machen und anpacken. Und ein Thema hatte ich eingangs schon in meinen Worten ganz kurz zitiert. Wir haben einen großen Paradigmenwechsel hinter uns, indem wir das Thema Partnerin groß schreiben. Ich habe es vorhin mit Ökosystem tituliert. Wir integrieren auch junge Unternehmen in unser Ökosystem, um auch entlang der Wertschöpfungskette einfach ein Thema aufzugreifen, was mir sehr wichtig ist, einfach Medienbrüche, die müssen wir wegschaffen, die darf es nicht mehr geben. Es kann nicht mehr sein, dass entlang von digitalen Wertschöpfungsketten plötzlich ein analoger Prozess zwischendrin aufbaut. Dann ist die ganze Kette an der Stelle unterbrochen und dann macht es auch nicht mehr wirklich Spaß. Sie haben jetzt dieses Lab erwähnt. Ich habe gelesen, dass Sie zum Beispiel auch bei DATEV die Krawatten abgeschafft haben, dass Sie mit Mitarbeitern sozusagen ein bisschen hierarchiefrei Mittagessen gehen, Pizza essen gehen. Da kann sich jeder drum bewerben. Sie fahren auch in so Inspiration Camps. Christian, wenn du das so hörst, ein Lab eröffnen, versuchen so einen Startup-Spirit ins Unternehmen zu bringen. Ist das ein guter Weg? Ist das, klappt das immer so, wenn man sich das so vorstellt? Oder worauf kommt es da an? Also ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Zunächst einmal finde ich es super, dass Herr Meier dieses Thema derart leidenschaftlich anpackt. Ich glaube, wenn ein Unternehmen versucht, sich zu transformieren, aber der CEO oder der Inhaber das nicht verstanden hat, dann ist das eine gescheiterte Mission. Ich habe kein einziges Unternehmen aus der Vergangenheit erlebt, das in der Lage gewesen ist, kluge Entscheidungen zu treffen, wenn das nicht wirklich top-down passiert ist. Das ist mal die erste Feststellung und insofern großes Lob, dass da was ausprobiert wird. Ob jetzt ein Lab oder Krawatten oder Pizzaabende die digitale Transformation ultimativ mitgestalten, ich glaube, darüber können wir uns streiten. Da habe ich gesehen, dass es funktioniert, da habe ich gesehen, dass es nicht funktioniert. Am Ende gibt es nicht diese eine heilige Formel, mit der ein Unternehmen die digitale Transformation meistert, sondern es ist häufig so ein Bouquet an unterschiedlichen Versuchen und Ansätzen. Und ich glaube, das schneidet jetzt auch schon wieder in das Thema Mentalität rein. Wir müssen einfach an den Punkt kommen, wo wir ganz viel ausprobieren. Wenn das Lab für DATEV funktioniert, super. Ich habe bisher wenige Labs gesehen, die sehr gut funktionieren, weil das häufig adverse Selektion ist. Aber überhaupt erst einmal diesen Kulturaustausch stattfinden zu lassen, dass junge Gründer und aber auch ein traditionelles Unternehmen wie die DATEV zusammenkommen, dass man sich kennenlernt, dass man kennenlernt, was die andere Seite macht und auch was die andere Seite ausmacht. Ich glaube, dafür ist es schon was Besonderes. Man muss dann immer aber ganz genau wissen, wofür man das tut. Ja, also ich glaube, es gibt auch viele traditionelle Unternehmen, die sehr gut durchdigitalisiert sind heute, die immer noch Krawatte tragen. Ja, also ich glaube, es ist am Ende ein bunter Blumenstrauß an Initiativen, die nicht für jedes Unternehmen funktionieren und aber auch nicht für jedes Unternehmen zum Scheitern verurteilt sind, sondern es muss einfach viel ausprobiert werden. Und das finde ich super. Also wenn Herr Meier jemand ist, der sagt, ist mir egal, ich mache das jetzt mal, da habe ich eine Passion für, das Lab, das ist meins, das will ich ausprobieren und wenn es dann halt in 5 Jahren nicht geklappt hat, ja mei, dann mache ich es halt zu und dann probiere ich was anderes. Ich glaube, das ist schon der richtige, das ist die richtige Einstellung.
Herr Meier, sind Sie so jemand, der sagt, ich probiere das jetzt, setze das auch durch gegen Widerstände und wenn es nicht klappt, dann war es trotzdem eine wichtige Erfahrung? Also gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen würden, da musste ich auch wirklich im Unternehmen gegen eine Hürde anlaufen und habe sie genommen? Es gibt wahrscheinlich eine Unmenge von Beispielen, wo man Hürden oder Widerstände spürt. Der Dativ ist halt einfach ein Unternehmen mit einer sehr, sehr langen Tradition. Das prägt natürlich auch so ein bisschen das Selbstverständnis eines großen Unternehmens. Wie gesagt, 8.000 Mitarbeiter, 1 Milliarde Umsatz plus. Das mit der Krawatte, und auch da möchte ich nochmal Herrn Miele aufgreifen, allein die Krawatte runterzunehmen, bringt gar nichts. Wenn man das Mindset nicht gleichzeitig ändert, und das muss vorher passieren. Ich glaube, der Kulturwandel muss von der Spitze gelebt werden, er muss von der Spitze getragen werden, dann funktioniert es. Natürlich gibt es Irritationen, wenn der Chef plötzlich anfängt, Krawatten wegzunehmen. Das ist ja auch vielleicht ein Insignium der Macht, der Hierarchie. Wenn man dann plötzlich auch sagt, man möchte deutlich hierarchiefreier diskutieren. Natürlich wird es mit Argwohn beobachtet, wenn der CEO sich mit Mitarbeitern aus dem Haus unterhält über alle möglichen Themen. Da werden auch plötzlich strategische Fragen aufgegriffen und die Hierarchie wird ausgeblendet. Das ist natürlich etwas, wo man am Anfang vielleicht schon erstmal irritiert ist, innerhalb des Unternehmens, innerhalb der, ich nenne es das bitte in Anführungsstrichen, der Befehlskette. Aber da muss man einfach durch. Und nochmal, ich glaube, es ist die Krawatte ist nur ein Zeichen. Aber der Impuls, der muss von innen herauskommen. Es muss die feste Überzeugung sein, hier etwas verändern zu wollen. Und man braucht ein Vorstandsteam, das mitzieht. Man braucht eine Geschäftsleitungsebene, die mitzieht. Und wenn man dann auch sein Top-Management auf die Seite der Veränderung bringt und sie davon überzeugt, dass das zum Positiven sich verändert, ich glaube, dann ist zumindest der Weg der richtige. Die Steine, die es immer wieder gibt, die dann im Weg liegen, die muss man dann gemeinsam aus dem Weg räumen. Ich habe ein klasse Team, ich habe ein klasse Vorstandsteam. Das mache ich auch nicht alleine. Ich glaube, man muss sich in Deutschland davon befreien, dass es immer der CEO ist. Es ist das Team, die Mannschaft, die an der Stelle prägt. Und wenn die Mannschaft mitzieht, dann bin ich fest davon überzeugt, dass solche Veränderungsprozesse auch und insbesondere in tradierten Unternehmen erfolgreich sein werden. Sie müssen erfolgreich sein, weil wir in Deutschland eben auch auf eine sehr, sehr lange Industriegeschichte zurückblicken. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn wir an der Stelle einfach, ich sag mal, die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, es bringt eh nichts, die Tradition bzw. die Strukturen sind so verhaftet, da können wir nichts verändern. Das wäre aus meiner Sicht der vollkommen falsche Ansatz. Also ich würde mal sagen, anpacken, und es muss nicht immer der große Wurf sein, Schritt für Schritt, glaube ich, sind da vielleicht die richtigen Maßgaben. Sie haben jetzt so ein paar Methoden angesprochen zum Anpacken, sagen jetzt auch, das muss nicht immer der große Wurf sein. Es gibt hier eine Frage eines Zuschauers, Uwe Gernhardt fragt, Herr Dr. Meier, wie stellen Sie fest, wo der stärkste Hebel für die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen steckt und wie messen Sie Effektivität und Effizienz der Maßnahmen? Also wie kriegen Sie überhaupt raus, ob das, was Sie da tun, eine Wirkung hat? Ja. Also es gibt natürlich, und ich muss an der Stelle, verrate ich wahrscheinlich auch kein Betriebsgeheimnis, natürlich haben wir sehr, sehr viele Indikatoren, indem wir auch das messen, was wir versuchen, dort auch umzusetzen. Ein Thema, und ich versuche es jetzt mal wirklich an ganz plakativen, einfachen Themen, ist das Thema Entscheidungsgeschwindigkeit. Die Dativ war über Jahrzehnte, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, ein sehr, sehr tradiertes Unternehmen, sind wir ein Stück weit mit Sicherheit immer noch. Aber es gibt bei uns, und das ist jetzt mein Beispiel, auf das ich raus will, gab es einmal im Monat eine Vorstandssitzung. Und viele Entscheidungen des Unternehmens haben sich dann auf diese Vorstandssitzung kumuliert. Und die Vorstandssitzung war, auch wieder bildlich gesprochen, der Bottleneck, der Flaschenhals in der Entscheidungskette. Wir haben gesagt, das können wir so auf Dauer, wenn wir Geschwindigkeit aufnehmen, können wir nicht immer nur auf Monatsfrist Entscheidungen treffen, sondern das müssen wir, und das ist mein Beispiel von vorhin mit der Reorganisation, der Restrukturierung, das müssen wir auf die Ebenen verlagern, dort, wo die Entscheidungen stattfinden. Und wir haben im Augenblick von einmal monatlich auf einmal pro Woche den Entscheidungshorizont verändert. Das heißt, wir haben auch an der Stelle schon viermal schneller, als einfach mal, wenn man wirklich den Monat mit 4 Wochen zugrunde legt, viermal schneller, was die Entscheidungsgeschwindigkeit betrifft. Aber natürlich auch ganz klar, es ist nicht mehr der gesamte Vorstand eingebunden, sondern nur die Vorstände, die auch wirklich mit dem Thema unmittelbar befasst sind. Es muss nicht immer jeder dabei sein, der vielleicht auch zum Thema unmittelbar nichts beitragen kann. Christian, wenn du das hörst, diese Beschleunigung der Entscheidungsgeschwindigkeit, du sprichst hier für die Startup-Welt, ist das ein Tempo, bei dem man sich dann der Startup-Welt annähert oder ist man da in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs?
Was ich sehr spannend finde, ist, dass Herr Meyer gesagt hat, dass natürlich das alles gemessen wird, wie viel Effizienz das rausholt. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, ist das bei uns in den Startups auch so? Und ich glaube, da ist die Antwort eher nein, weil so diese unternehmerische Vision häufig eben ganz schwer messbar ist. Wir wissen ja gar nicht so genau, auf was da zum Teil zugesteuert wird. Und die Datenlage ist häufig unübersichtlich oder aber auch so gering, dass ein Messvorgang überhaupt keine sinnvollen Ergebnisse hervorbringt. Also ich frage mich so ein bisschen, ob nicht die Natur eines Unternehmens wie Dativ und der Startup-Szene sich hier dann einfach so verschieden ist, wo Herr Meyer dazu gezwungen ist, als Manager und CEO der Dativ natürlich zu messen, um Entscheidungen ableiten zu können, wo wir in den Startups eher so die Koordinaten in Richtung Norden einstellen und sagen, komm, jetzt versuchen wir das einfach mal und wir treffen uns dann auch einmal in der Woche und gucken, ob wir die kurzfristigen Ziele erreicht haben, die wir uns vorgenommen haben. Also es ist eine andere Art von Messen und eine andere Art und Weise vorzugehen. Aber ich glaube, und das wäre jetzt mal eine steile und provozierende These, das ist natürlich auch das Problem von etablierten Unternehmen, dass man über diese Messbarkeit in der Nähe seines eigenen Kerns und des eigenen Geschäftsmodells natürlich diese ganz großen Sprünge nur schwer machen kann, weil die sind ja per se, wenn sie in der Peripherie des eigenen Kerns sind, nicht messbar. Ist jetzt schon öfter das Stichwort Partnerschaften gefallen, also dass man die Hände ausstreckt nach Partnern, Mittelstand und Startups. Es wird ja oft beklagt, dass wir zwar kein deutsches Facebook oder etwas Ähnliches haben, aber dass wir eigentlich zwei ganz starke Seiten haben, nämlich einmal die Startup-Welt und die Mittelstandswelt. Und wenn die zusammenfände, dann könnte da ganz Großes entstehen. Wir haben diese Woche gehört, dass Oetker, das Familienunternehmen, Flaschenpost übernimmt, ein Startup angeblich für 1 Milliarde Euro, also ein riesengroßes Geschäft, das man so gar nicht erwartet hätte, auch weil es so weit abgelegen in der Provinz spielt. Man sieht auch in Umfragen, dass zum Beispiel klassische Familienunternehmer, die junge Generation sagt, wir müssen mehr mit Startups zusammenarbeiten, müssen uns da öffnen. Gleichzeitig sagen die dann aber auch immer, das hilft dann vielleicht unserer Transformation, aber unserem Image hilft es irgendwie nicht so richtig. Also meine Frage ist, was gibt's da für Patentrezepte, wenn man einen Partner sucht und was sind vielleicht auch die Risiken, wenn man dann eine Partnerschaft eingeht, was kann da auch schieflaufen? Geht die Frage an mich oder an Herrn Meyer? An beide. Aber du kannst gerne anfangen, Christian. Fange ich gerne an. Also ich glaube, auch hier ist es wieder stark davon abhängig, was der Inhaber oder der CEO oder das C-Level wirklich wollen. Wenn ein echter Austausch mit den Startups gewünscht ist, dann habe ich CEOs gesehen, die den Kontakt suchen und die sich mit der Gründerszene und ihren Playern vertraut gemacht haben. Und dann gibt es unterschiedliche Mechanismen, wie man sich der Startup-Szene annähern kann. Also ein probates Mittel, das ja auch viele große Unternehmen ist, sich an Startups zu beteiligen oder an Venture-Capital-Fonds zu beteiligen und zu lernen, wie diese Branche funktioniert. Also mitzumachen und ein bisschen auch diese eigene Mentalität zu transformieren, dass ich immer etwas besitzen muss. Wenn ich mich an einem Startup beteilige, bin ich im Zweifel ein Minority-Shareholder. Ich habe also nicht am Ende des Abends das Sagen, sondern muss darauf vertrauen, dass mein Partner die richtigen Entscheidungen für die Firma trifft. Und ich glaube, das sind diese Kleinigkeiten und auch wieder hier das Gleiche wie mit den Krawatten und auch den anderen Beispielen, die wir besprochen haben. Das ist nicht das eine Patentrezept, aber diese Zusammensetzung aus vielen verschiedenen Initiativen, die kann dann durchaus sehr erfolgreich sein. Und Dr. Oetker ist ein tolles Beispiel. Wenn du das nicht genannt hättest, dann hätte ich das genannt. Oetker hat ja über Albert Christmann, einen CEO, der sich intensiv mit der Startup-Szene auseinandersetzt, der sich an Venture-Capital-Fonds beteiligt hat, der selber Startups inkubiert hat, der dann jetzt ein Startup für einen hohen Preis gekauft hat. Also ich finde, Dr. Oetker mausert sich da zu einem wahnsinnig tollen Beispiel, weil die einfach viel ausprobieren und auch wirklich Geld in die Hand nehmen. Da ist ja immer dieser schöne Spruch auch in unserer Branche der Investoren, put your money where your mouth is. Und ich finde, Oetker hat das wirklich gut auf die Probe gestellt und glaube, die fahren damit auch sehr gut. Also ich finde den Deal mit Flaschenpost, also ich sehe da eine Menge Klugheit drin. Also Flaschenpost ist ein Unternehmen, das Getränkekisten nach Hause liefert. Oetker stellt Lebensmittel her, vertreibt die. Also da gibt es Synergien oder man verspricht sich möglicherweise Synergien aus diesem Geschäft. Herr Meyer, wenn Sie an Dativ denken, wann hatten Sie zum letzten Mal so einen ganz engen Berührungspunkt mit einem Startup? Wann waren Sie zuletzt mit einem Gründer essen? Und wo haben Sie gesagt, da müssen wir mitmachen und haben vielleicht auch so ein Kribbeln gespürt? Also das Kribbeln, das geht nie vorbei. Ich habe ja auch damals bei Deloitte sehr eng, damals war ja auch das Thema New Economy extrem am Boomen,
schon immer den Finger am Puls gehabt, auch der Startup-Szene. Deshalb fasziniert mich diese Szene. Und was Herr Miele gesagt hat, natürlich kann man als Startup, als kleines Unternehmen, da kommen jetzt wieder so die Klischees mit Kicker und in irgendeiner Halle im Hinterhof fängt man an, sein Unternehmen zu gründen. Man kann da ganz anders agieren. Wie gesagt, ein großes Unternehmen kann das nicht mehr. Das ist aber auch keine Frage von gut oder schlecht. Das ist einfach strukturell bedingt. Aber Sie haben mich nach den Brücken gefragt. Wir haben vor kurzem, und ich greife ein aktuelles Beispiel auf, weil es mir richtig Freude macht. Es ist zwar jetzt keine Beteiligung, die wir vorgenommen haben, es muss auch nicht immer eine Beteiligung sein, um zwei Unternehmen zusammenzuführen, die sich dann an der Stelle ergänzen. Es kann auch eine Kooperation, es kann auch eine Partnerschaft sein. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten zu interagieren. Und ich nenne jetzt einfach mal ein Unternehmen, wo ich auch sehr stolz drauf bin, dass wir hier die Partnerschaft miteinander eingegangen sind, das ist Personio. Personio ist ein junges Unternehmen. Ich hoffe, der CEO, falls er entweder sogar zuschaut oder vielleicht von dem Interview jetzt berichtet wird, dass er sich noch als Startup sehen kann. Das ist ein junges Unternehmen, mit dem wir uns jetzt als Partner zusammengetan haben, die natürlich in gewisser Weise sehr gut zu uns passen. Personio macht Dinge, die wir selber bei der Dativ nicht abbilden. Das ist also im Bereich Personalmanagement, bilden damit natürlich auch in gewisser Weise ein Vorsystem ab. Und das Ganze ist für mich eine ganz hervorragende Synergie, eine Symbiose aus zwei Systemen, verbunden natürlich über Schnittstellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch um Ihre Frage, die vorhin noch kurz mitgeschwungen ist, zu beantworten, nach welchen Kriterien muss ich mir denn ein Startup aussuchen? Ja, ich würde mal sagen, Punkt Nummer eins, es muss vielleicht am Anfang auch mal, es muss der Funke überspringen. Nicht nur was das Businessmodell anbetrifft, sondern muss sich auch verstehen, man muss sich auch riechen können. Das darf vielleicht nicht immer im Mittelpunkt stehen, aber auch, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und mit dem CEO von Personio, da graut es mir jetzt schon davor, wo wir uns auf einer Pressekonferenz das erste Mal auch virtuell ausgetauscht haben. Da war er in der Hütte, im Zillertal, und da hat er mich zum Bergsteigen eingeladen. Und das sind natürlich Themen, wo man als CEO, der schon die 50 überschritten hat, ich habe ja mein Geburtsdatum kurz vorher offenbart, also da schwitze ich jetzt schon, wenn ich an das nächste Zusammentreffen dann quasi im analogen Bereich denke. Aber das sind so Themen, glaube ich, ich habe jetzt ein Beispiel genannt. Wir haben uns vor kurzem auch an einem Startup, einem jungen Unternehmen beteiligt, Adorsis, die einfach Themen abgebildet haben, auch von der Technologie, von den Skills, die wir bei uns in der Form noch nicht ausgeprägt haben. Und da kommen einfach zwei Dinge zusammen, die zusammenpassen, sich ergänzen. Und aus dem 1 und 1, wenn dann am Ende 3 wird, das ist auch eine ganz einfache Rechenformel. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Kriterium, wie man den Erfolg von der Partnerschaft, ob sie jetzt finanziell impliziert ist, also ob man sich am Shareholder Value beteiligt oder ob es in Anführungsstrichen nur der Handshake ist, wo man sagt, wir haben einfach einen Kooperationsvertrag, den wir gemeinsam eingehen. Ich glaube, das ist ein Thema, was man dann am Ende immer gemeinsam beachten muss, wo der Mehrwert aus der Partnerschaft für beide ist. Wenn man jetzt die Frage stellt, was daraus werden kann, da würde ich zumindest gerne mal eine Frage hier von einem Zuschauer aufnehmen. Erfolgreiche europäische Startups werden vermehrt von Playern aus den USA oder China gekauft. Wie kann Europa selbst digitale Champions aufbauen? Also vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gesprochen haben, Christian, was wäre da so ein Rezept, damit auch irgendwann so ein digitaler Champion oder mehr digitale Champions aus Deutschland, aus Europa kommen? Also es ist wieder so ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe, Kapital und Köpfe. Ich glaube, dass nachdem ich mit vielen Gründern gesprochen habe, die sehr erfolgreich sind, die sagen, die hätten ja europäische Käufer bevorzugt, die hätten ja auch europäisches Geld genommen. Aber wenn letztendlich, und wir leben in einer Marktwirtschaft, ein anderer Preis bezahlt wird oder überhaupt ein Preis bezahlt wird aus Amerika oder aus Asien, dann verstehe ich auch die Unternehmer, die sagen, sie müssen rational agieren und müssen am Ende einen Verkauf durchziehen. Die Frage ist, und ich glaube, das wird eine Frage sein, mit der wir uns hier in Europa beschäftigen müssen in den nächsten 10 Jahren. Wie können wir denn überhaupt sicherstellen, dass wir in Deutschland und dass wir in Europa wettbewerbsfähig sind gegen unsere amerikanischen, asiatischen und aber auch arabischen Wettbewerber? Wir müssen uns da die Frage stellen, können wir in diesem Finanzierungskreislauf mithalten? Da ist heute die Antwort nein, das können wir nicht in den Later Stages. Und wir müssen uns die Frage stellen, können wir bei den Talenten und den Köpfen mithalten? Und auch da ist die Antwort, wir sind noch hinterher. Aber, und da muss ich jetzt wieder diese Zäsur der Corona-Pandemie auch anführen, wir sehen in der Politik durchaus den Willen und erkennen da auch ein Eingeständnis, dass wir dabei dringend was tun müssen. Der Politik ist klar geworden,
dass die Digitalisierung die Karten neu mischt und wir deshalb unbedingt mit anpacken müssen. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 2 vor 12. Wir müssen da jetzt wirklich reinhauen. Ja, und ich glaube, dann kann man das aufholen. Wenn du da in die Zukunft guckst und sagst, die Politik hat das jetzt erkannt, dass wir da was tun müssen, dann ist das ja zu einem Moment, wo es vielen Unternehmen auch wirtschaftlich ganz schön schlecht oder zumindest schlecht geht oder sie zumindest ganz schön wirtschaftlich schwierige Zeiten haben. Wie ist denn das in der Startup-Welt? Also wie kommen die Startups durch diese Krise? Wird denen da ausreichend geholfen? Haben die ausreichend Möglichkeiten? Tut die Politik da genug? Oder ist es eher so, dass das eben nicht passiert und dass man zwar auf der einen Seite merkt, toll, jetzt brauchen wir echt die Digitalisierung, aber leider passiert jetzt ausgerechnet diese Krise und wir haben nicht das Geld und wir haben nicht den Mut und den Elan, denen zu helfen. Also ich glaube, die erste Feststellung ist mal, dass wir alle gemeinsam in dieser Jahrhundertkrise drin hängen. Völlig egal, ob Startup oder tradiertes Familienunternehmen. Das ist eine globale Pandemie, die uns gesamtgesellschaftlich unter größte Herausforderung stellt. Ob jetzt die Startups oder die traditionelle Wirtschaft mehr oder weniger leiden, ist immer meines Erachtens nach sehr sektorabhängig. Also es gibt Sektoren, die in der traditionellen Wirtschaft und auch bei den Startups extrem leiden. Und dann gibt es andere Sektoren, die durch die Corona-Pandemie vielleicht ihre Umsätze sogar steigern können, weil ihre Produkte stärker nachgefragt werden. Ich glaube, und das hast du ja auch vorhin in deiner Intro bereits gesagt, also Online-Umsätze steigen, während Offline-Umsätze schrumpfen. Also insofern, die Digitalisierung hilft hier sicherlich dem einen oder anderen Startup bei den Umsätzen. Dennoch haben wir natürlich auch genau wie in der traditionellen Wirtschaft gewisse Bereiche, die massiv betroffen sind. Und da haben wir mit der Bundesregierung zum Glück auch einen sehr gesprächsbereiten Partner, die auch früh erkannt haben, dass die Programme der Bundesregierung nicht für Startups funktionieren, weil die häufig kreditbasiert sind und Startups bekommen einfach keine Kredite, weil sie keine Sicherheiten haben, um diesen Risiken entsprechend gegenübergestellt zu werden. Und da hat man dann tatsächlich auch für die Startups was gemacht und das begrüße ich sehr. Ich finde es gut, dass es ist so ein bisschen wie die Krawatte, die man ablegt. Das ist ein gutes Symbol, also dass die Politik einfach jetzt mit darüber nachdenkt, ach Mist, was machen wir denn eigentlich mit unserem zukünftigen digitalen Mittelstand? Wie nehmen wir die mit? Wie können wir auch auf die aufpassen? Und ich glaube, ohne diese Resultate vorwegzunehmen der Programme, grundsätzlich einfach nur dieses Signal und dieses Symbol, dass die Politik sich für die Startup-Szene bekennt, das ist neu und darüber freue ich mich sehr. Herr Mayer, wenn Sie an DATEV denken und an das Ökosystem drumherum, wie kommen Sie denn durch die Krise? Also merken Sie das auch, dass es vermehrt Nachfrage von Ihren Kunden gibt, nach Ihren digitalen Lösungen? Ist da jetzt auch so ein plötzlicher Nachfrageruck entstanden? Und wie kommen Sie da eigentlich hinterher? Ich meine, Software lässt sich ja gut skalieren, aber Sie schicken ja zum Beispiel auch Digital-Coaches in die Unternehmen. Das sind also Menschen, die sich Zeit nehmen müssen. Davon gibt es vielleicht auch nicht so viele, gerade weil die was können sollten. Haben Sie eine Art Lieferengpass auf der anderen Seite? Wie geht es DATEV da? Also ich muss sagen, zum Glück haben wir sowas wie einen Lieferengpass in diesen Zeiten jetzt nicht gehabt. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir haben natürlich eine enorme Nachfrage, einen irre Anstieg an virtuellen, an digitalen, an kollaborativen Produkten. Ich hatte es eingangs an einem Beispiel gesagt, wir haben pro Woche in den Spitzenzeiten 10.000 virtuelle Arbeitsplätze eingerichtet. Das heißt, die Nachfrage nach virtuellen Produkten zur Zusammenarbeit zwischen Mandant und Steuerberater ist extrem angestiegen. Auch das Thema Überbrückungshilfe war natürlich eine Sache, da muss man als DATEV auf den Punkt liefern können. Das kam ja sehr, sehr kurzfristig alles aus der Politik. Und das ist auch eine Sache, die möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, weil auch da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich bin ja neben meiner CEO-Tätigkeit bei DATEV immer noch von der Grundausbildung Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Da bin ich ja auch groß geworden in dem Bereich. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, ich glaube, es hat sich gezeigt, welchen Wert der steuerberatende Berufsstand, und Sie verzeihen mir so ein bisschen den kleinen Werbeblock an der Stelle, in der Krise hatte. Weil jedes mittelständische Unternehmen hat einen zentralen Partner. Das hat seinen Steuerberater. Und der Steuerberater ist natürlich Dreh- und Angelpunkt gewesen in dieser Krise. Und was der Berufsstand in dieser Krise für Arbeit geleistet hat, die haben ja selber auch die Engpässe gehabt. Dort gab es ja auch das Problem, dass teilweise von heute auf morgen Homeoffice-Shutdown angesagt war. Das war phänomenal und am Anfang hat man ja auch gesehen, dass es teilweise, ich sag mal, Fehlallokationen gab bei den Geldern, bei den staatlichen Fördergeldern.
und den Steuerberater hier als Compliance-Instanz installiert zu wissen, von der Regierung, von oberster Stelle, das ist schon etwas, wo ich sage, das zeigt die Leistungsfähigkeit des Beraters an der Stelle. Ich habe es gesagt, da bin ich ein Stück weit stolz drauf, weil ich mich immer noch auch als Zugehöriger dieses Berufsstands als Steuerberater sehe. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir haben auf der letzten Rille gearbeitet. Also da muss man natürlich sagen, die Mitarbeiter meines Unternehmens haben einen sensationellen Job gemacht in dieser Krise. Da kann man sich auch als CEO nicht oft genug bedanken. Wie gesagt, man ist immer derjenige, der vielleicht vorne dran ist, der dann auch in solchen Formaten berichten kann. Aber am Ende, man ist immer nur so gut wie die Mannschaft, die hinter einem steht. Ja, Herr Mayer, wo wir jetzt schon so tief in die Welt der Steuerberater eingestiegen sind, noch eine Frage, bevor wir zur Schlussfrage kommen. Und zwar macht sich der Startup-Verband ja stark für einfachere und stärkere Mitarbeiterbeteiligungsmodelle. Ja, also dass Menschen sich in Startups, Mitarbeiter an dem Unternehmenserfolg, an dem Unternehmen selbst beteiligen können. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das oft ein steuerliches Problem und ein bürokratisches Problem, von dem vielleicht auch Steuerberater profitieren oder dass zumindest Steuerberater auch helfen könnten zu lösen. Wenn Sie an dieses Thema Mitarbeiterbeteiligung denken, jetzt mal als ganz konkretes Beispiel. Christian, würdest du sagen, da kann ich mir mehr von Datev wünschen, da könnten wir Synergien heben? Oder Herr Mayer, würden Sie eher sagen, oh Gott, da macht der Startup-Verband, wenn er das durchbekommt in der Politik, uns vielleicht auch ein bisschen Geschäft kaputt, wenn das einfacher werden würde? Also ich glaube, bitte Sie gerne zuerst. Da würde ich jetzt eigentlich sagen, da würde ich den Herrn Miele jetzt gerne den Vortritt lassen. So, ja, gerne. Also ich glaube, ich finde ja deswegen dieses Panel auch so interessant, weil ich glaube, dass Datev und Startup-Szene, wenn wir als Investoren hören, dass ein Startup sich im Bereich der Datev aufhält, dann denken wir auch oft, oh je, das klingt irgendwie verkrustet, das klingt irgendwie ein bisschen tradiert, das klingt ein bisschen alt. Ich lerne ja jetzt gerade von Herrn Mayer, dass dieser äußere Eindruck täuscht. Also insofern sehr spannend, was daraus entstehen kann. Insofern glaube ich, wäre es beinahe sehr schön sogar, wenn die Diskussion hier nicht zu Ende ist, sondern man auch darüber sprechen kann, wie wir am Ende ins Machen kommen, nämlich nicht nur können und wollen, sondern auch machen und dabei helfen, diese Mitarbeiterbeteiligungsprogramme entsprechend auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen. Und da spielen auch die Finanzämter und Steuerberater eine große Rolle. Und es ist so, wir sagen das aber auch ganz klar, natürlich verdienen die Steuerberater und Anwälte aktuell aufgrund dieses bürokratischen Wollknäuels eine Menge Geld mit den sehr intransparenten Programmen, die heute strukturiert werden in Deutschland. Und das muss sich meines Erachtens nach ändern. Das ist dann noch nicht die Frage danach, ob das gut oder schlecht für die Datev ist, da muss man dann ein bisschen drüber stehen und sagen, wir müssen einfach überlegen, wie wir in Deutschland die besten Talente halten und aber auch incentivieren können, hierher zu kommen. Und da sind Mitarbeiterbeteiligungsprogramme eben überall auf der Welt ein ganz wichtiges Instrument. Und selbst wenn dann der ein oder andere Anwalt in der Strukturierung oder der ein oder andere Steuerberater in der Strukturierung ein bisschen weniger Geld verdient, ich glaube, das ist ein Opfer, das wir dann bringen müssen. Herr Mayer, sehen Sie da Synergien, sehen Sie da Kooperationsmöglichkeiten aufziehen? Also vielleicht mal eine Sache grundlegend. Ich glaube, der Berufsstand, und ich spreche jetzt für den Berufsstand der Steuerberater, für meinen Berufsstand, ich glaube, wir waren immer daran interessiert, Themen zu vereinfachen. Also ich würde mal sagen, das Thema Steuererklärung auf dem Bierdeckel ist zwar jetzt etwas, was nicht unmittelbar von den Steuerberatern ins Leben gerufen wurde, dieses Paradigma. Aber der steuerberatende Berufsstand hat sich immer dafür eingesetzt, dass die Strukturen, auch unser steuerliches System, Transparenz und Nachvollziehbarkeit beinhaltet. Also ich glaube, ich sehe da auch keinen Widerspruch und ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Thema ist, was der Steuerberater vor dem Hintergrund des Honorarumsatzes beurteilt. Ich glaube, der steuerberatende Berufsstand ist da sicherlich ein hervorragender Sparringpartner und immer daran interessiert, die Dinge auch wirklich transparent und einfach umsetzbar zu machen. Das sind ja gute Voraussetzungen. Wir sind auch fast am Ende unserer Zeit. Eine ganz letzte Frage habe ich noch für Sie mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Frage stammt nicht von mir, sondern von Daniel Neumann, der Zuschauer hier, der sagt, ich höre oft den Satz, digitalisierst du noch oder transformierst du schon? Wir haben jetzt so viel über Digitalisierung und Transformation geredet, haben das immer so ein bisschen gleichgesetzt. Ist es überhaupt dasselbe oder reden wir da manchmal auch über unterschiedliche Dinge? Eine kurze Antwort bitte. Christian. Ich glaube, dass es super individuell ist. Ich finde immer diese Wortbeispiele und Worthülsen finde ich manchmal ganz schwer zu verdauen. Also ich glaube, es muss wirklich jedes Unternehmen für sich einen ganz eigenen Weg gehen und ins Machen kommen. Herr Mayer?
Also ich würde mal sagen, Digitalisierung und Transformation sind zwei Dinge, mit denen man vollkommen unabhängig voneinander betrachten kann und auch angehen muss. Für mich ist es weder ein Widerspruch noch etwas, was in einem unmittelbaren Kontext steht. Beide Dinge sind wichtig, beide gilt es voranzutreiben. Wunderbar. Das sind zwei schöne Schlussworte. Wir haben, glaube ich, auch viel Konkretes über Digitalisierung und Transformation erfahren. Danke, Herr Meyer, dass Sie sich zugeschaltet haben aus dem Allgäu. Danke, Christian, dass du aus Berlin dabei warst. Und liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, danke, dass Sie mit dabei waren, zugehört haben und auch Fragen gestellt haben. Hier geht's nachher weiter um 15.30 Uhr mit einem Interview. Manuel Hartung befragt dann Daniel Ziblatt von der Harvard University. Wir begeben uns nochmal nach Amerika gedanklich und reden über den Wahlausgang oder den noch nicht feststehenden Wahlausgang. Für den Moment vielen Dank von mir und zurück nach Frankfurt. Tschüss.